Ihr habt euch eine Waffe gekauft, die hatte eine starre Visierung. Dann habt ihr sie einem Büchsenmacher gegeben und er hat euch eine verstellbare Visierung drauf gemacht. In diesem Fall sollte das ganze Thema eigentlich relativ unproblematisch sein. Der Büchsenmacher wird im Regelfall die Visierung montieren und wird sie, sofern ihr es beauftragt habt, diese auch entsprechend auf dem Schießstand für euch voreinstellen. Damit sollte sie technisch gesehen schon mal auf jeden Fall die Treffer auf der Scheibe haben. Ihr kauft euch eine komplett neue Waffe, die bereits eine verstellbare Visierung drauf hat. Auch in diesem Fall ist die Waffe mit der Visierung entsprechend von dem Werksschützen bereits voreingestellt. Und ihr braucht da eigentlich relativ wenig machen. Dann geht es tatsächlich nur noch um Nuancen, bisschen hoch, bisschen runter oder halt eure persönliche Präferenz des Zielens, Fleck oder Spiegel aufsitzen. Seid ihr aber jetzt hingegangen und ihr habt euch eine eigene Visierung montiert, auch das ist möglich, das ist ja absolut kein Thema, dann fangt ihr im Grunde genommen bei Null an. Und das kann schon ein bisschen komplizierter werden. Wenn ihr in diesem Fall eine Visierung einstellen möchtet, die ihr selber montiert habt, ihr habt euch eine LPA, was auch immer, gekauft für eure CZ75, nur als Beispiel, habt sie drauf gemacht und dann geht ihr auf den Schießstand und ihr trefft gar nichts. Nun, in diesem Fall kann ich euch nur wärmstens empfehlen, geht so weit nach vorne wie möglich und arbeitet euch sukzessive nach hinten. Nur dann seht ihr tatsächlich, wo liegen denn die Treffer, anstatt bei 25 Meter direkt überhaupt gar nicht mehr zu sehen, wo fliegt denn alles hin. Wenn es um das Thema offene Visierung geht, unterscheiden wir zwischen starrer Visierung, wie jetzt hier an der Glock 17 FS. Das ist eine komplette aus Stahl, aber sie kann weder in der seitlichen Einstellung noch in der Höhe eingestellt werden. Sie ist, wie sie ist, und die einzige Möglichkeit, die ich habe, um hier eine Treffpunktverlagerung zu erzielen, ist entweder meinen Haltepunkt zu verändern oder die Kimme durch Klopfen oder mit einem speziellen Werkzeug zu verschieben. Ihr seht aber, bei der Glock könnt ihr das fast schon vergessen, weil da ist links und rechts kein Platz mehr, um sie nach links oder rechts wegzuschieben. Das heißt, man ist hier auf das angewiesen, was im Werk bei Glock montiert wurde. Es gibt aber auch starre Visierungen, wie jetzt im Fall von meiner P07 Kadett, wo ich noch links und rechts noch Luft habe. Ich kann wie via einer Imbusschraube die Kimme lösen und kann sie links und rechts verschieben. Wenn ich zum Beispiel eine Linkslastigkeit meiner Treffer habe, kann ich die Kimme etwas nach rechts verschieben, um damit die Mündung nach rechts zu bewegen. Die Höhe kann ich aber nicht korrigieren, außer ich würde mir ein flacheres Korn für diese Waffe kaufen. Man ist also zwar in der Lage, die Visierung hier etwas einzustellen, aber auch nur minimal. Die übliche Variante, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, ist dann tatsächlich hier wie an meiner 1911er. Ihr seht, wir haben hier vorne ganz normales Korn, wir haben hier hinten eine LPA-TRT-Kimme. Diese wird sehr, sehr häufig bei den 1911ern verbaut, ist auch gezielt für die 1911er. Ich habe hier die Möglichkeit, über eine Stellschraube hier oben in der Mitte die Kimme in der Höhe anzupassen und ich habe über eine seitliche Schraube die Möglichkeit, die Links-Rechts-Einstellung zu verpassen. Wie jetzt bei der, an dem Beispiel der CZP07 erwähnt, wenn ich also eine Linkslastigkeit der Treffer habe und ich kann ausschließen, dass es an meiner Griff- oder Standtechnik liegt, dann kann ich anfangen, mit der Kimme zu arbeiten. Habe ich eine Linkslastigkeit, muss ich die Kimme nach rechts bewegen, damit ich die Mündung rüberziehe. Die Mittelachse der Kimme bleibt ja bestehen. Ich ziehe ja nur das Kimmenblatt rüber. Und damit bewege ich beim Zielen automatisch meine Mündung in die Richtung, in die ich die Kimme gedreht habe. Gleiches trifft auf die Höhe zu. Möchte ich jetzt zum Beispiel die Kimme einstellen auf von Fleck auf Spiegel aufsitzend. Das heißt also, der Schwarze der ISSF-Scheibe sitzt mit dem unteren Rand auf dem Korn hier oben auf. Dann muss ich die Kimme nach oben bewegen. Im Regelfall spricht man so von 4 Klicks, 4 bis 6 Klicks, die ich die Kimme nach oben drehen will, je nachdem, ob ich mit oder ohne einem Spalt zwischen dem Korn und dem Schwarzen der ISSF-Scheibe haben möchte. Das ist aber persönliche Präferenz. Dasselbe natürlich möchte ich von Spiegel aufgesetzt auf Fleck umschalten. Das hat man zum Beispiel sehr, sehr häufig zwischen Präzisionsschießen und Zeitserie im DSB.
Dafür gibt es ja extra diese Aristokrat-Visierung, mit der ich per Klick direkt umschalten kann. Ja? Es wird halt sehr, sehr viel dann in dem Moment Präzision, Spiegel aufgesetzt, Zeitserie, Fleck, weil ich dort auch diese helle, querverlaufende Linie auf der Scheibe habe, die ich als Haltepunkt habe. Das heißt also, letzten Endes, ihr kommt nicht drum herum, eure eigenen Fehler erstmal zu eliminieren. Das heißt, halte ich die Waffe richtig? Ziehe ich richtig sauber den Abzug durch? Liegt mein Finger richtig am Abzug? Etc. etc. pp. Wenn ihr alle diese Fehlerquellen ausschließen könnt, erst dann fangt ihr an, hier dran zu arbeiten. Denn ansonsten habt ihr das Problem, ihr passt die Kimme an eure Schießfehler an oder die Visierung an eure Schießfehler und später korrigiert ihr diese Schießfehler und die Treffer verlagern sich erneut. Da müsst ihr also sehr, sehr aufpassen. Und übertreibt es nicht. Ich habe schon mehrfach auf dem Stand gesehen, das wird geschossen, peng, sofort, klick, klick, klick. Und irgendwann einmal habe ich so viel geklickt, dass bei einem Schuss sich die Schraube löst und die ganzen Brocken quer durch den Schießstand fliegen. Wenn ihr nun das erste Mal dann mit der Vision schießt, ein Schuss reicht nicht, macht immer drei aufeinanderfolgende Schüsse bei gleichem Haltepunkt. Dann seht ihr, ob tatsächlich die Visierung der Fehler ist oder gegebenenfalls eure Griff- und Schießtechnik. Das heißt, ihr macht bam, 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 aber langsam. Das heißt, schön zielen, bam, geht wieder in die Fertigstellung, atmen, wieder an denselben Punkt gegangen, bam. Und dann seht ihr, ihr müsstet normalerweise eine enge Gruppe haben. Wenn ihr eine enge Gruppe habt, die aber dann links- oder rechtslastig ist, dann seht ihr, dass eure Technik als solches eigentlich okay ist. Ihr müsst dann nur noch die Kimme verstellen. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, so ein bisschen die Basics beim Visier einstellen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.